Malopkin, herzlich willkommen, ich bin der Jorge. Heute lernen Sie, wie man nach dem Zustand fragen kann. Das ist der erste Teil. Seid ihr bereit? Los, geht's! Also gut, lass uns damit anfangen. Zuerst haben wir Bischabel. Das heißt, wie geht es dir? Die wörtliche Übersetzung wäre Bisch, das heißt Sie. Dann haben wir A, das ist die zweite Person Singular. Dann haben wir Bel, das heißt weg, der weg. Es ist also, als ob man zum Beispiel, wie läuft es mit deinem Weg, sagen würde. Das heißt, wie geht es dir? Dann haben wir Malop. Das ist eine mögliche Antwort, Malop. Das heißt, gut. Dann haben wir auch Hatsch Malop. Hatsch Malop. Das heißt, sehr gut. Hatsch Malop. Dann haben wir Chan Malop. Chan Malop. Chan bedeutet klein und Malop heißt gut. Das heißt mehr oder weniger. Es ist, als ob man vielleicht sagt, dass es ein bisschen gut geht. Also mir geht es ein bisschen gut. Mir geht es klein gut. Das heißt mehr oder weniger. Dann haben wir Malopi. Malopi. Das heißt, nicht so gut. Malopi. Dann haben wir Bieschaniketsch. Bieschaniketsch. Das ist eine andere berühmte Frage. Das heißt, wie geht es dir in Bezug auf die Gesundheit? Bieschaniketsch. Wie geht es dir? Ich möchte wissen, ob du dich gut fühlst, ob du dich wohl fühlst. Ja? Man könnte Tochinwohl sagen. Das heißt, mir geht es gut. Tochinwohl. Tochinwohl. Dann haben wir Kohanen. Kohanen. Das heißt, ich bin krank. Kohanen. In vorherigen Videos wurde gesagt, dass einige Worte am Ende die Endung en haben. Das heißt, dass diese en ich heißt. Das ist ein Morphem, das ich heißt. Das heißt, Kohanen. Krank bin ich, sozusagen. Aber, naja. In diesem Fall benutzt man auch nicht sein, sondern nur krank, das heißt Kohan, plus en, en, Kohanen. Das bedeutet, ich bin krank. Alles klar, lass uns nachsprechen. Bishabel, Bishabel, Malop, Malop, Hatsch Malop, Hatsch Malop, Chan Malop, Chan Malop, Ma Malobi, Ma Malobi. Bieschaniketsch, Bieschaniketsch, Tochinwohl, Tochinwohl, Kohanen, Kohanen, Kohanen. Also gut, lass uns damit anfangen. Zuerst haben wir Bieschawanil, Bieschawanil. Das heißt, wie geht es dir? Bieschawanil. Kingmakingwohl. Kingmakingwohl, 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 Kingmakingwohl. Das heißt, ich bin glücklich. Kingmakingwohl, Kingmakingwohl. Dann haben wir Bishabel, Bishabel. Das heißt, wie geht's dir? Beziehungsweise, wie geht es dir? Bishimbel, Bishimbel. Das heißt, wie geht's mir? Wie geht's mir? Wenn man observiert, also dieses Beispiel habe ich gestellt, weil beim Bishabel, dieses A heißt du. Das ist die zweite, das ist ein Morphem, das zweite Singular, das ist ein Morphem, das zweite Person Singular heißt oder vertritt. Und diesen in, in ist ein anderes Morphem, das erste Person Singular heißt. Und in ist ein Morphem, das erste Person Singular vertritt. Also, wie ist Abel? Wie geht es dir? Wie läuft es mit deinem Weg? Und wie ist Inbel? Wie geht es mir? Das heißt, wie läuft es mit meinem Weg? Wie läuft es mit meinem Weg? Dann haben wir wie ist Schubel? Wie ist Schubel? Das heißt, wie geht es ihm? Wie ist Schubel? Wie ist Schubel? Und dann Bishubel Chmaruch, Bishubel Chmaruch, Bishubel Chmaruch,
Bicho velho marroch. 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 Das heißt, wie geht's Maria? Bicho velho marroch. Bicho velho marroch. Dann haben wir Bicha Belesch. Bicha Belesch. Das heißt, wie geht's euch? Beziehungsweise, wie geht es euch? Also gut, lass uns kontrollieren. Bicha Guanil. Bicha Guanil. King Making Wall. King Making Wall. Bicha Bell. Bicha Bell. Bichin Bell. Bichin Bell. Bichu Bell. Bichu Bell. Bicho Belch Maruch. Bicho Belch Maruch. Bicha Belesch. Bicha Belesch. Also gut, das war alles für heute. Ich hoffe, dass Sie das Video interessant gefunden haben. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, wäre ich sehr dankbar, wenn Sie mir einen Like geben können. Nicht vergessen zu abonnieren, damit Sie regelmäßige neue Videos bekommen, wenn ich sie auflade. Vielen Dank für Ihre Zeit und bis nächstes Mal. Tak tu lakin.